aussi. Hein. Mein Gott, ey. Zeit zu speichern. So. Und jetzt anklopfen. Ich will bloß nur weg. Ich hab schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hä? Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Ich sehe seinen Hals und der Vielleicht sieht verspeist aus. Den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Das ist ein Splicer. Das ist definitiv ein Splicer. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Bleib bloß die Augen offen. Das glaube ich dir. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in ihren Rohrpost, dann lass ich dich rein. Wir wollen bezahlen. Dann kann er dir wenigstens deine Plastik wegnehmen. Hackerfokus. No. Die Rohrpost? Ach, die Rohrpost. Okay. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Ich sehe gar nichts. Atlas! Er gehört Ja, es ist schon nicht. Ich bin direkt reingelaufen. Ist klar. Genbank.
jetzt gleich mir was werfen will. Gib ich da zurück. Ja, das ist schallig. Alter Schwede, es geht einfach nicht. Das U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schnüffler nicht mit der Nase drauf zu stoßen. So. Ah, cool. Muss doch irgendwo was sein in den Kisten. Hä? Du kannst nicht aussteigen. Fontaine. Na, warte mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot! Du hast es geschafft! Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen okay. Uns weiter vorn! Fotografiere und erforsche schwierige Gegner, um Kampfboni gegen sie zu erhalten. Jo, ey. Das ist auch so eine Sache. Die mit ihren Kampfboni. Grüße deine Waffe an einer alle Macht dem Volke Station auf. Okay. Wenn ich so eine Station mal finde, werde ich es tun. Bis jetzt hatte ich so noch keine Station gefunden. Quick Shave, safe. Blablabla. Hä? Was ist das denn? Erinnerung an die Familie oder was? Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock. Aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von hier entfernt. Vita Chamber. Gut, hier ist nichts mehr.
alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich geh hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, echt viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Haben sie aber ganz schön gesoffen, ey. Boah. Sehr reicht, finde den U-Boot-Toffen. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Ach, was war ich denn vorher, dein Freund? Was denkst du, wer du bist? Ryan, ey. Muss ich denn hier lang? Hier, ne? Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Außer nur tatenlos zuzusehen. Ich hab doch F gedrückt. Meine Fresse, ich hab doch gedrückt. Egal, aber jeder wütet schon mal. Das ist direkt wieder einer auf die Fresse.